Hallo Grillfreunde und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute bei echt schlechtem Wetter draußen möchte ich mit euch gerne mal eine richtig schöne Steakhüfte zerlegen. Das ist ein grainfett argentinisches Stück Fleisch, ein Premium Cut. Ich hoffe, es interessiert euch. Dort ist ja eine große Sehne drin, die rauspariert werden sollte, damit man da nicht drauf rumkaut. Wie das richtig gemacht wird, werde ich gleich mit euch besprechen und auch machen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Ja, ich habe hier meine schöne Steakhüfte und wenn man genau hinschaut, dann findet man diese Fleischfasern hier in die eine Richtung und hier in die andere Richtung. Und genau an dieser Stelle läuft die Sehne dran. Ich werde jetzt erstmal das Stück Fleisch so ein bisschen parieren. Das aufliegende Fett lasse ich dran. Das Einzige, was ich abschneide, das sind dann Sehnen, weil das Fett, das wird später unsere Fussel hier. Die müssen natürlich auch weg. Ansonsten alles das, was Fett ist, das ist immer gut zum Braten. Hier haben wir jetzt so eine leichte Silberhaut, die pariere ich dann natürlich runter. Die kann man nachher nicht essen. Das Fett bringt noch zusätzlich Geschmack ans Fleisch. Das Rind ist wie gesagt ein argentinisches Rind und das wurde am 19.11.2019 geschlachtet und das Fleisch ist super reif. Ja, man kann das schon sehen, ich drücke hier mit dem Finger rein und die Delle bleibt genauso drin, also super Qualität. Auch hat man hier, wie man das hier so an dieser Stelle so sieht, etwas Intramuskulärfett. Das ist natürlich super. So, hier ist zum Beispiel so eine Sehne. Die wollen wir natürlich nicht haben. Weil das ist das, wo man nachher drauf rumkaut und das macht es dann nicht so interessant. So, das ist aber auch schon genau die Sehne, die hier zwischenläuft. Also auf der einen Seite spricht man dann von dem Hüftfilet. Das ist dieses Stück, sieht auch ähnlich so aus. Ich zeige es nochmal von oben. Ja, also hier läuft die Sehne lang. Auf dieser Seite spricht man von dem Hüftfilet. Und auf der anderen Seite habe ich mehrere Begrifflichkeiten gefunden. Der eine sagt Herz, das Hüftherz. Das muss man halt schauen, wie man es jetzt nennen möchte. Aber wie gesagt, ich trenne das jetzt gleich erstmal auseinander. Zwei unterschiedliche Muskeln, unterschiedliche Zartheit. Ja, das Hüftfilet, das sogenannte, ist sogar noch etwas zarter als dieser Bereich. Ja, so bei den Muskeln beim Rind ist es halt so, je mehr ein Muskel beansprucht worden ist, desto mehr muss man drauf rumkauen. Das Filet zum Beispiel ist ja bekannt, ist der zarteste Teil. Dieser Muskel wird überhaupt nicht beansprucht, ja, deswegen ist das so zart. So, wie gesagt, hier dieses Fusselkram, diesen Fusselkram, den schneide ich einfach weg. Da freut sich nachher die Katze drüber. Da ist auch noch was drunter, das müssen wir noch rauskriegen. Mit dem Messer drunter stechen und rausparieren. Ja, wichtig und schön ist natürlich, wenn es dann auch ein scharfes Messer ist, ja, dann geht das Ganze sehr, sehr einfach. So, das ist Fett, oder? Da ist noch auch noch was drunter. Zack. So, jetzt fange ich erstmal an, hier das so ein bisschen mir anzuschauen. Wo ist hier die Grenze? So, ich schneide extra auf der Seite vom Herz, vom größeren Teil, damit, wenn ich etwas noch abzutrimmen habe, dass mir nicht von dem schöneren, kleineren Filetteil, vom Hüftfiletteil abtrenne.
So, ja, jetzt habe ich hier schon im Grunde genommen alles getrennt. Hier, das ist hartes Fett. Da ist noch ein Stück Sehne. So, und man sieht auch schon, dass wir hier eine schöne Marmorierung haben vom Fleisch. Ja? Und später, wenn es dann gebraten wird, schneiden wir es natürlich entgegen der Wuchsrichtung. So, jetzt müssen wir mal gerade gucken. Wo haben wir hier noch was? Wirklich ein echt schönes Stück Fleisch. Ihr seht das hier. So, und hier ist jetzt diese Sehne und da steche ich dann halt runterher und versuche die so mit so wenig Fleischverlust wie möglich vom Fleisch zu trennen. Hier kann man es richtig gut sehen. Ja, hier schön an der Sehne, da ist jetzt ein bisschen was dran geblieben. Das ist dann halt so. Und das ist oft die Sehne, auf der man rumkaut. Und da sagt man dann ganz oft, Hüftsteak ist voller Sehnen. Dabei ist das gar nicht so. Wir haben hier eine große Sehne drin und die muss halt raus. So. Hier ist der Rest der Sehne, den müssen wir auch wegmachen. Und dieses Gezuppel auch. Reparieren wir uns das ein bisschen schön. Da ist noch was. So. Und immer natürlich versuchen, den Verlust an Fleisch so gering wie möglich zu halten. Ja, ich glaube, das lasse ich schon so. Hier ein wunderschönes Hüftfilet, super zartes Fleisch. Hier die andere Seite, das Herz, das Hüftherz. Auch das super Fleisch. Hier vorne die Spitze trimmen wir ab. Ja, das ist alles, was Verlust ist. Hier ein wunderschönes Stück und hier das Hüftfilet. Schenken würdest und wenn du dann auch noch das Glöckchen aktivierst, bekommst du immer mit, wenn ich einen neuen Film hochlade. Das ist nicht immer regelmäßig, je nachdem wie es bei mir zeitlich passt, lade ich was hoch und versuche das dann auch immer so interessant wie möglich zu machen. Ja? Über Kommentare freue ich mich natürlich auch. Wie macht man es besser? Was findet ihr wichtig? Was sollte man sein lassen? Den ein oder anderen Daumen hoch oder runter. Auch das fände ich toll. Ja, wenn ihr mir einen Daumen runter gebt, sagt mir bitte warum. Ansonsten freue ich mich, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr mit mir das Stück Fleisch zerlegt habt und würde sagen, ich bin raus. Viele Grüße, der Daniel, der Grill- und Bastelspezi. Tschüss!